Ja, es sind normale Animaten, die schleudern ihre komischen Seelenblitze oder was auch immer das sein soll. So, wir schalten erst den Dicken aus, der heilt nämlich. Da kann Alof ein bisschen mithelfen. So, jetzt können wir die anderen Animaten alle ausschalten. Die können sich nämlich nicht heilen. So. Und ich höre schon wieder Heulen aus dem nächsten Raum. Ja, belebtes Adra, ein paar Kupferringe. Steady does it. Heulen aus dem nächsten Raum finde ich immer so ungut. Sieht so aus, als hätte hier eine Schlacht stattgefunden. Okay. Das hier ist genauso ein Raum wie der von vorhin. Versucht erst die Viecher loszuwerden. Du nicht, du kämpfst gegen das. So. Und Alof Kettenblitzt sie am besten. Du rennst. Macht mal Macht. Sag bloß, die können auch die Viecher heilen. Edda, mach mal den. Du machst mal den. Du beschwörst ganz schnell Oger. Und Alof versucht, die da schnell zu töten, bevor man sie wieder heilt. So, dankeschön. Durenz. Benutzt mal eine Heilung. Und ihr klopft auf den Animaten drauf ein. Warum werden die geheilt? Das ist so unfair. Das ist so unfair, dass die Animaten auch die Viecher heilen können, ey. Laden. Okay, dann gehen wir erstmal durch den Mittelraum. Welche besitzt mächtige unbewaffnete Blablabla können euch Energiequellen für die Spezialfähigkeiten des Mönchen dienen? Na gut. Edda aktiviert Verteidiger. Dann müssen wir das nächste Mal. Also bei diesen Räumen müssen wir vorsichtig vorgehen. Diese komischen Banshees erstmal bombardieren mit allem, was wir haben. Oh, Falle entdeckt. Falle entschärft. Wow, große Falle. Vorsichtig, große Falle. Was für Fallen sind denn das eigentlich hauptsächlich? Erschütterungsfalle und Frostfallen und so Zeug. Okay. Die Tür scheint versiegelt zu sein. Vor euch befindet sich eine große Tür im Funkfeuer wie... Es befindet sich eine große und prunkvolle invitianische Tür. Zu beiden Seiten befinden sich große, schwach leuchtende Kristalle. Du spürst eine eigenartige Veränderung in der Luft, als ob jemand in der Nähe wäre, aber du kannst niemanden sehen. Plötzlich hörst du in der Richtung der Tür ein Flüstern, das aus dem Nichts zu kommen scheint. Das Flüstern wird lauter, vielfältiger. Viele leise sprechende Stimmen. Innerhalb weniger Augenblicke hat sich...
Innerhalb weniger Augenblicke hat sie sich zu einem chaotischen Gezisch von Stimmen gewandelt, die alle darum wetteifern, sich Gehör zu verschaffen. Während du zuhörst, beginnen die Stimmen aber miteinander in Gleichklang zu fallen und schließlich in Worte einen Satz, den viele gleichzeitig sprechen. Unter dem Stein und dem Gewicht der Jahre ruht jemand, der selbst den Tod erschlagen würde. Wer ist gekommen, um ihn zu erwecken? Ich bin Hagrim, der rechtmäßige Herrscher von Ketnur. Die Tür untersuchen. Der Lauf der Zeit hat die Tür derart abgenutzt, dass du bis auf die Verzauberung, die ihr eine Stimme verleiht, nicht erkennen kannst, wie sie sich öffnen ließe. Sie hat weder ein Türschloss noch einen Türgriff. Anscheinend musst du etwas anderes probieren. Ich bin Hagrim, der rechtmäßige Herrscher von Ketnur. Die Stimmen flüstern und murmeln, bis sie auf einmal so schnell unter Pupp verschwinden, dass dich die folgende Stille förmlich durchrüttelt. Nichts geschieht, anscheinend kümmert man sich nicht mehr um dich. Okay. Ja. Wer ist gekommen, um ihn zu erwecken? Ein Erkunder? Nichts geschieht, okay. Hey. Ah. Nein. Das heißt, wir haben wirklich nur noch diesen Weg und diesen Weg zur Auswahl. Versuchen wir es diesen Weg, der scheint doch etwas einfacher. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen taktischer vorgehen. Weil eigentlich müssten wir es mit unseren Stats noch einigermaßen hinkriegen. Die Adra-Animaten sind ja nicht so das Problem, außer dass sie heilen. Sieht so aus, als hätte hier eine Schlacht stattgefunden. So. Okay. Durenz, ruf mal die Macht herbei. Und Alof versucht das Vieh schnell zu töten. Okay, es ist weg. Und jetzt stehen uns hauptsächlich Adra-Animaten gegenüber. Die sind aber nicht ganz so schlimm. Okay. Du beschwörst jetzt mal Würms, da wir mehr Fernkampf brauchen, solange die Tür blockiert ist. Du versuchst sie mal zu blitzen, auch wenn ich nicht weiß, ob das klappt bei solchen Gegnern. Löst auf jeden Fall Heilung aus, okay. Mach sie mal benommen und du rennst, versuch mal Verbot. Zieht ihr euch mal zurück ein bisschen. Genau, lasst die da reinkommen. Gut, die ist auch tot. Ein Adra-Animat. Den kriegen wir. Okay, so klappt das um einiges besser. Eine der wichtigsten Regeln, das Gelände zum Vorteil benutzen. Das ist eigentlich etwas, was ich schon von Baldur's Gate her gelernt habe, aber irgendwie verdränge ich das immer wieder. So, weg mit dir. Und vor allem sollte das eigentlich auch bei Hagrim im Kopf durchgehen, dass es wichtig ist, das Gelände zum Vorteil zu benutzen. So. Aber ich glaube, das war's noch nicht. Ich glaube, hier war noch eine vierte von diesen verrückten Geistern. Hier liegt auf jeden Fall noch was rum. Adraban, weißer Adra, ist ein außerordentlich seltener Edelstein, der in manchen Adra-Formationen zu finden ist, die sich manchmal anscheinend direkt neben den
Kupferleitern irgendwelche Gebäude befinden. Er leuchtet weiß und verfügt über rosa und violette Einschlüsse, die ihn streifenförmig durchziehen. Das scheint aber nicht das andere zu sein, was wir suchen. Oh, Rastvorräte. Da hier Rastvorräte sind, raste ich einfach mal. So, und schnapp mir die Rastvorräte. Gut. Ah ja, da ist noch ein Adra. Ein Adra-Animat auf Patrouille gewesen. Gut, der ist weg. And what does the flame reveal? Hier hinten geht's rum. Ich höre schon wieder weinen. Hier ist wieder ein Geist. Und da ist eine Falle. Oh oh. Und der Sonnenspeer verfehlt Palegina zum Glück. I'm ready. Gut, reden wir mal mit ihm hier. Die verformte Gestalt ist groß und breitschultrig. Ihr flackerndes, undeutliches Gesicht ist auf den Boden gerichtet, als ob sie tief in Gedanken versunken wäre. Du hörst ein schwaches Murmeln im sich wiederholenden Rhythmus eines Gebetes. Von Zeit zu Zeit scheint der Geist auf der Stelle zu schwanken. Hallo? Der Geist wendet dir in einer schnellen Bewegung sein Gesicht zu. Einen Augenblick lang verblasst seine Gestalt, nur um sich zu einem vermeintlichen Männergesicht zu wandeln, dessen Augen sich auf dich fixieren. Er sagt kein Wort, sondern beobachtet dich regungslos. Kannst du mich verstehen? Der Geist sieht dich weiter schweigend an. Mal sehen, was passiert, wenn ich hier das andere Fragment rausnehme. Autsch. Das tut mir zu sehr weh. Wo habe ich das letzte Mal Quicksave gemacht? War das hier vor? Oder war das hier unten? Weil ich kann nicht zulassen, dass Palegina gleich schon wieder so viel... Ja, das war nach dem Kampf, gut. Dass Palegina so viel Lebenspunkte verliert, nur wegen einer blöden Falle, die ich übersehen habe. Und ja, ich weiß, das habe ich auch in Baldur's Gate schon oft genug gemacht. Einfach Quickloads. So, hier. Ah ja, das war vor der Rast. Okay, rasten. Rastvorräte schnappen. Ah, und den Adra-Animat hier töten. Hey. Edda, du kannst ruhig auch in den Nahkampf. Ich find's lustig, wie leicht sich die umschmeißen lassen. Sure. So. Nicht langsamer machen. Ja. Jetzt schicken wir mal nur Hagrim rein. Worth a look. Ich hab's nicht geschafft, die Falle zu entschärfen. Okay. Die Falle werde ich wahrscheinlich auch nicht entschärfen können. Ist auf der anderen Seite auch eine? Scheinbar hier nicht. Gut. Dann lassen wir die Fallen hier mal fallen sein. Ich brauche eh keine Erfahrungspunkte mehr. Und ich glaube, manche Fallen kann man einfach nicht entschärfen, weil sie zu gut sind. Hallo? Kannst du mich verstehen? Weggehen. Kann ich dich ärgern? Kannst du mich verstehen? Weggehen. Nein. Gut. So viel zu dem. Right. Dann gehen wir mal, schleichen wir mal hier oben weiter. Und hier ist wieder so eine von der Sorte. Eine ist gut. Oh, sogar Geister. Oh, nö. Hey.
Ein Geist. Warum auch immer hier ein Geist ist. Würde dir die bitte töten? Ja, danke schön. Au, der kriegt aber aufs Maul. So. Wir sind immer noch drei. Jetzt ist wieder die ganze Gruppe. Weißt du was? Mach mal den hier.